Und weiter geht's hier bei Blameless. So. Aha, was ist denn das? Hä? Hallo? Was kann ich hier untersuchen? Aber was? Aha. Scheiße. Ich weiß, dass wir hier mit irgendwas machen müssen, aber wie kriegen wir das Ding auf? Haben wir irgendwas im Inventar? Nö. Ich muss mal hier irgendwas finden. Ja, mach doch mal weg. Kann ich mit I? Weg damit. Ja, hier waren wir ja letztes Mal schon. Der letztes Mal irgendwie, das sind irgendwie nicht gespeichert. Naja, das kennen wir ja schon. Ach echt? Das wissen wir ja schon. Das ist irgendwie nicht gespeichert, wo wir waren. Können wir noch irgendwas machen hier vielleicht? Nö. Okay, den Schlüssel haben wir jetzt. Aber was machen wir da oben mit dem Ding? Ist hier irgendwas? Taschenlampe geht auch noch nicht. Bad. Geht immer noch nicht. Bräuchten Batterien dafür. Da kommen wir mal raus. Hab ich da oben irgendwas vergessen? Ja. Hier war das, ne? Aufschließen hier bitte. Ja, ja. Diesmal erschrecke ich mich nicht, Das können wir mitnehmen. Aber für was können wir das gebrauchen? Da können wir nichts machen. Was irgendwie an die Mauer stellen? Oh, Schatz, das Scheiße sieht irgendwie voll bedrohlich aus hier. Weg damit. Hallo? Weg damit. Ich will da rein. Alter, da ist bestimmt einer drin. Ach du Scheiße. Mach mal die Tür zu. Kann ich die Tür zu machen? Nö. Ach du Scheiße. Hier kann ich nichts machen. Das ist ein Zettel. Muss ich hier sonst noch was machen? Was steht hier? Boah, ist es hell. 13. July 2001. Subject. Final reminder letter. Dear Mr. Hopkin. This is to inform you that, according to our records, as of 12 July 2001, we still haven't received back the scaffolding or the three suspension ladders you borrowed from the Dairdrew Construction Stores on 7 June of this year. Please return. Naja, ihr könnt ja Pause machen und es euch durchlesen. Jetzt dauert das ja hier ewig, so langsam wie die liest. Okay, also der hat wohl Schulden gehabt, der Typ hier. Ich bleib hier. Was, sonst können wir hier eigentlich gar nichts machen, ne? Die scheiß Lampe geht immer noch nicht. Die Frage ist, wo müssen wir hin? Hier kommen wir auch nicht weiter. Was können wir mit der Leiter machen? Ich gehe mal zurück. Hier auch nicht. What the fuck? Alter. Die Musik macht mich kirre. Da ist ein Müllcontainer. Was gibt's hier? Kann man das irgendwie hier ranmachen? Und da ausbüchsen oder was? Ah. Huch. Jetzt gehen wir hier hoch. Nice. Ach du Scheiße. Ich muss jetzt zugeben, dass ich Angst habe. Da hinten ist eine Stadt. Ist das da? Da kommt doch jetzt 100 pro einer. Ah! Jesus. Du Arschloch! Was? Alter. Hab ich mich verjagt. Scheiße. Okay, wir müssen wohl rennen. Fick dich! Fick dich! Get away from me. Wohin, 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 wohin?
Ah, du Arschloch! Ich will weg hier! Hilfe! Polizei! Was? Boah! Alter. Was? Ja, geh, Alter. Lass ihn mal wenigstens in Sicherheit. Machst du es schon? Alter, hat der Typ mich erschreckt. Scheiße. This is what happened. He was chasing me with a rod in his hand. He must have hidden when he saw the police cars pulling up to the gate. Mr. Malcolm, we searched the yard thoroughly and didn't find any evidence suggesting there was another man. No, he was there. He was the owner who called me. The former owners sold the house due to personal financial problems 2 weeks ago. They moved to a different town on the other side of the country. The private company who owns it now proved all their employees were off-site, having a team building activity that night. How could you not find evidence of him? I'm telling you, he was there. I heard you. Our officers got a phone call from one of the neighbors reporting lights coming on in the house and suspicious person moving on site. They gave us your description. They never saw another man. How could that be? This doesn't make any sense. Let's cut the crap. What? It does make pretty clear sense to me. I have to say that I honestly don't believe any part of your bullshit story that you're giving me here. Everything suggests that you murdered that woman. No, I... You found the victim's blood on your clothes and your hands. You had the victim's wallet in your pocket. Wait. And the officers caught you fleeing the crime scene. You. No one else. Guess whose fingerprints match the ones we found on the victim's body, huh? I don't know why you murdered that woman, but I'll guarantee you're never getting out. You're going down, Mr. Blameless. Und nun? Sind wir im Knast, oder was? Und nun? Machst du es schon? Das war's schon? Scheiße. Ob es da noch ein anderes Ende gibt? So, dann würde ich sagen, trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.